Kleinstadtfestival in Meppen. Oh Mann, jetzt macht der Betty schon wieder so ein Festivalvideo. Ja, mache ich auch, denn hier sind andere Bands am Start. Zum Beispiel Montreal, die ich fantastisch finde. Oder auch Itchy, die früher mal anders geheißen haben. Und hier bin ich natürlich mit meinen Freunden von Sonderschule. Und ich bin mal gespannt, was Meppen so zu bieten hat. CJ Ramone war auch da. Der war von 1989 bis zur Auflösung der Band Bassist bei den Ramones. So, jetzt gucken wir mal in die Sonderschule-Garderobe. Furchtbares Instrument, hat der Robby gesagt. Ja? Furchtbar! Das Geile, was am besten in der Band ist, immer einer, der noch nerviger ist als der Trommler. Ja? Glaub mir, der Trommler ist mit Abstand am allernervigsten. So, wen man nicht alles hier im wunderschönen Meppen trifft, das sind die Jungs von Montreal, eine großartige Band, die ich seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr gerne höre. Stellt euch doch mal kurz vor. Ich bin Hirsch von Montreal, ich spiele Bass und singe. Ich bin Jonas von Montreal, ich spiele Bass, ich spiele Gitarre und singe. Ich bin Max Power, auch von Montreal, und ich spiele Schlagzeug. Es gibt einen Song über den Schlagzeuger, Max Power, und da sagt er eine Handynummer, dass die Leute, die Fans, ich denke mal Frauen, ihn anrufen sollen. War das denn deine, echte? Ja, eine von mehreren. Ich habe mehrere Handynummern. Das ist so ein bisschen aufgeteilt alles, ne? Die für das und die für das und genau. Das ist aber gut, sehr, sehr schlau. Weiß jemand die Nummer noch? 0179 969 7437. Genau. 7437, genau. Ich habe sie nämlich heute Morgen noch angehört quasi. Das verlernt man nicht. Genau. Ist die noch aktuell? Nein. Die ist, sag ich mal, derzeit auf Standby. Es läuft ja auch gar nicht so schlecht bei euch. Es ging immer weiter und so, und das ist ja toll. Also immer neue Alben, immer neue Shows und so, neue Tourneen und so. Das läuft ja schon gar nicht so übel, oder? Seit 15,5 Jahren eigentlich ununterbrochen immer unterwegs, am Alben machen, am Touren, genau. Und jetzt gerade auch, nächste Album steht schon wieder vor der Tür. 16.8. kommt das neue Album, hier und heute nicht. Tour geht los am 25.10. Also es ist immer was los, klar. Hier und heute nicht ist der Titel des neuen Albums. Wie viele Songs hat es? 12. 12 Lieder? 31 Minuten und 15 Sekunden. Mehr braucht eine Punkrock-Platte eigentlich auch nicht. Es wird ja auch immer schwerer, wahrscheinlich Themen zu finden, über die man Songs schreiben kann, weil man hat ja nach doch einigen Alben schon einiges abgegrast, oder? Ja, aber kann beim 7. Album langsam die Themen vom 1. Album wieder aufgreifen, haben alle wieder vergessen. Kennt keiner mehr, außer dir vielleicht. Nee, aber die Themen kann man ja schon machen, wenn man eine andere Herangehensweise hat. Insofern, klar, kannst du jetzt nicht komplett neu erfinden. Wir haben uns diesmal richtig ins Zeug gelegt, was die Themenwahl angeht. Also Hirsch und ich sind ja fast gestorben in Amsterdam, um halt ein Thema für das Album zu haben. Das war Einsatz. Das war richtiger Einsatz. Costa Cannabis von der Sonderschule war auch dabei oder kam kurz danach dazu. Wir saßen in so einem Straßencafé und es war sehr windig in Amsterdam. Und da ist so ein fetter, ich zeig mal kurz wie fett, in die Kamera hier und in die Kamera, fetter Blumenkübel von oben aus dem 3. Stock durch die Markise genau neben mich hingebrettert auf den Stuhl. Und da saß vorher er noch kurz, hat sich aber in die Sonne gesetzt mir gegenüber. Und 5 Minuten später oder 10 Minuten später kam Costa dazu und der hätte sehr wahrscheinlich da gesessen auch. Also das Lied, der Titeltrack Hier und Heute Nicht, handelt halt genau von dieser Geschichte und darum auch das Cover, wo dieser kaputte Blumentopf drauf ist vom Album. Wow, wenn man sowas... Oh. Yeah, also wenn man sowas erlebt, was macht das denn mit einem? Geht man dann anders durchs Leben? Wir haben uns dann noch ein Bier bestellt, mussten es aber selber bezahlen. Der Typ von der Bar hat das nicht zum Anlass genommen, uns einzuladen. Und dann haben wir den Tag verbracht, in dem wir in Amsterdam waren und abends Nof X geguckt haben und wussten das mehr zu schätzen noch, als wir es ohnehin hätten. Im Melkweg wahrscheinlich. Genau, richtig. Oh, ich liebe den Laden. Wow, also das ist ja wirklich eine ganz, ganz, ganz harte Story. Und sowas lädt natürlich auch ein, um das zu verarbeiten. Ist natürlich auch irgendwo schön, irgendwo. Nach einem Tag, wenn man das so ein bisschen verdaut hat, freut man sich, geil, endlich eine Geschichte. Ja. Und das ist ja ein Geschenk, den muss man dann verwandeln. Der ist im 16-Meter-Raum, den muss man dann nur noch einigermaßen gut reinbringen. Aber man muss jetzt auch nicht täglich solche Geschichten haben. Es reicht in kleinen Dosen. Ja, weil irgendwann kann das ja auch mal anders ausgehen. Ist richtig, aber jetzt ist ja erstmal wieder 2 Jahre Ruhe mit Texten. Jetzt sind wir erstmal wieder außer Gefahr. Ja. Oh, ein Glück. Ja, du hast ja auch einen interessanten Job irgendwie, weil ihr alle habt ja noch normale Jobs. Oder lebst du jetzt zum Beispiel nur von der Band? Na, ich mache ja so ein bisschen die Büro- und Management-Geschichte von der Band und die Label-Geschichte. Insofern, wenn das ein normaler Job ist, habe ich auch einen normalen Job, ja. Ja, sehr gut. Und was machst du im wahren Leben? Da wollte ich ja drauf zu sprechen kommen. Aha. Ich bin Richter am Sozialgericht in Berlin. Ich kümmere mich um Hartz-IV-Sachen, um Pflegeversicherungen, also Menschen, die sich
Und die gerade Probleme haben, sich um sich selber zu kümmern im weitesten Sinne. Es ist ja mega interessant. Ne? Es ist ja auch hart teilweise, welche Menschen du da siehst, welche Schicksale du erlebst und so weiter. Also das nimmt man ja auch mit nach Hause, nehme ich an, oder? Ja, natürlich, klar. Aber es ist ja erstmal alles sehr abstrakt, weil es ist ja erstmal alles schriftlich und dann hast du in der mündlichen Verhandlung passieren dann schon so Sachen, die dich auf jeden Fall beeindrucken und auch wie bei dem Song vielleicht mal sich, dass du zu schätzen weißt, was du hast oder dass es dir gut geht, dass du gesund bist, dass du ein geregeltes Einkommen hast. Toll. Und der Max, was treibst du so? Ich bin am Finanzmarkt tätig. Ich verwalte Geldgeschäfte. Habt ihr denn in Deutschland eigentlich auch, ich meine, ihr spielt ja in einer Menge Läden. Habt ihr denn auch so einen Lieblingsladen, wo ihr sagt, oh Mensch, der Laden ist ganz toll. Ihr habt ja sogar euer Album 2014 Sonic Ballroom genannt. Und das ist ein Laden in Köln, in dem ich lustigerweise gestern Abend noch war. Mit der Sonderschule, richtig? Ja, ich habe schon gehört, war ein guter Abend. Das ist natürlich einer unserer, wir haben einige Lieblingsläden. Ich würde sagen, 10, eine Top 10 gibt es auf jeden Fall. Und es ist natürlich, jeder Laden hat auch seinen eigenen Charme. Der Sonic Ballroom ist natürlich sehr klein und muckelig. Es gibt aber auch größere. Hier zum Beispiel in Meppen, den Rockpalast. Auch, würde ich sagen, ist das der Sonic Ballroom vom Emsland. Ja, von Niedersachsen. Da gehen wir heute Abend auf jeden Fall auch noch hin. Und dann bucht man sich eigentlich so eine Tour rund um diese Lieblingsläden, wo man ausgehen möchte und guckt, dass man möglichst nah dran spielt. Darum spielen wir auch immer in Ehrenfeld, damit wir es nicht so weit weg haben zum Ballroom in Köln. Stimmt ja, in der Live-Musical spielen dann da eine Menge Bands, dann geht man in den Ballroom. Klar, man könnte auch Lanxess Arena spielen, aber da ist halt der Ballroom so weit. Geht ja nicht, das kann man nicht machen, das wäre dumm. Ja. Das wäre sehr, sehr dumm. Das wär Quatsch. Ja. Und eure eigenen Lieblingssongs, gibt's da was? Da sagst du, ich höre doch nicht meine eigene Band an. Also ich finde, uns ist mit 15 Jahre für die Punchline, ist schon eins unserer besten Lieder. Und auf der neuen Malaria und Heimweh finde ich auch sehr gut. Gerade rausgekommen, kann man schon streamen. Von anderen Bands, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Lieder, aber das wird jetzt den Rahmen sprengen wahrscheinlich. Ja, von anderen Bands, es meinen ja so eigene Bands, eigene Songs meine ich. Von uns jetzt nochmal Tag zur Nacht. Ah ja, und deiner? Deiner brauch ja nicht fragen, oder? Wahrscheinlich. Ja, ne, selbstredend, ne? Ich lass mal so stehen. Ja, auf jeden Fall. Mensch, Jungs, das hat mir großen Spaß gemacht und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft, ne? Geil, Mann, geil. Und wünsche euch eine super Show. Muss man auch mal zeigen. Ja. Eine geile Band, mega Band. Ach so, ihr fahrt? Ihr wart? Letztes Jahr im April. Und, war gut? Das war geil, ja. Auch Helden unserer Jugend natürlich, da hat es Bock. Voll. Ja. Ja. Schnell fertig gespielt und danach Terrorrippe gucken. Ja, voll geil, Mann, voll geil. Ach, schön, Mann. Schön! So, jetzt stehe ich hier neben jemandem, mit dem ich eine langjährige Freundschaft verbindet. Ja. Na, wie heißt du denn? Ich bin der Sibi und soll ich auch gleich sagen, was ich mache? Ja, klar. Ich spiele Gitarre und ich singe in der Band Itchy. Ja, und das sind drei Leute und was ihr für eine Live-Show macht mit drei Leuten, ist schon der Knaller. Es klingt vor allem auch so geil, als ob ihr auf jeden Fall fünf seid oder so. Ja, wir haben alle drei Hände jeweils und deswegen drei plus nochmal jeweils die extra Hand. Also, Sibi, jetzt mal, um mal einen Augenblick ernst zu sein, wir waren ja Anfang 2018 am schrecklichsten Ort auf Erden, das ist jetzt auch kein Scherz, tatsächlich, wir waren zusammen in Auschwitz und ich wollte dich mal fragen, was hat das denn mit dir in den Tagen danach angestellt, hat das mit dir irgendwas gemacht? Ich hatte zu kämpfen ein paar Tage, also ich fand das wirklich schlimm und wow, also es war krass auf jeden Fall damals. Ja, so ging es mir auch, es ist einfach ein unfassbarer Ort und die Geschichte und ist eh unfassbar. Und wenn man überlegt, dass es einfach eine Fabrik war, um Leute zu ermorden, wie kann man am effizientesten so viele Menschen wie möglich ermorden? Das war der Sinn dahinter und das ist einfach, man kann es sich einfach nicht vorstellen. Und Gott sei Dank sind wir da jetzt mittlerweile weit davon entfernt, wobei manche Leute ja vielleicht doch gar nicht so weit davon entfernt sind. Ja, das ist ja das, gerade im Moment. Ihr wart ja gerade im Studio und nehmt tatsächlich auch ein neues Album auf. Wie viel das wäre es denn, wenn es denn jemals erscheinen sollte, was ich sehr hoffe? Es ist tatsächlich, es wird unser achtes Album. Es ist auch völlig krass, dass wir jetzt schon seit 18 Jahren Musik machen und jetzt das achte Album aufnehmen. Und ja, wir sind total gespannt. Nächstes Jahr geht es irgendwann wieder ab. Dieses Jahr spielen wir nur so ein paar Festivals und ja, es wird krass.
Oh, cool. Habt ihr schon Namen oder kommt das erst später? Filmst du eigentlich immer nur dich oder auch mich? Nee, nee, du bist auf jeden Fall drauf. Ja, ja, wirst du sehen. Es ist recht weitwinklig, oder? Ja, sehr weitwinklig, sehr weitwinklig. Was war, du hast habt ihr schon Namen oder so? Nee, wir, eigentlich weißt du auch gar nicht mehr, dass wir im Studio sind. Du hast jetzt irgendwie, ich weiß auch gar nicht, warum ich sie erzähle. Was ist eigentlich hier jetzt gerade los? Schau mal, das sind, ist so ein Menschenauflauf. Sind die wegen dir da? Wollen wir mal hingehen kurz? Einfach mal irgendwie schauen, was da los ist? Vielleicht ist da gerade eine Einweisung oder so. Was passiert da gerade? Es ist eine Führung. Backstage-Führung. Backstage. Ist das interessant? Ja, super. Als Musiker, da interessiert man sich für jedes Kabel. Perfekt. Cool, eine Führung, das ist ja geil. Ja. Also, Führungen sind immer gut. Für, ich weiß nicht, warum ich das jetzt gesagt habe, aber... Ja, vor allem auch, ja, für, ja, ja, das war ein bisschen unglücklich ausgedrückt vielleicht, aber wir sind ja alle, ich meine, da kann man uns man ja jetzt auch nichts schneiden. Unterstellen. Man kann ja schneiden, man kann ja so ein Interview auch immer schneiden und quasi alle Antworten weg und nur die Fragen lassen. Der Typ hat gar nichts gesagt im Interview, der war so antwortfaul. Übrigens, gehen wir eigentlich noch in Urlaub dieses Jahr oder wie sieht's aus? Genau, wir fahren ja, wenn das klappt, Ende November nach Marrakesch. Genau, falls irgendjemand auch da sein sollte, bitte sprecht uns nicht an, weil wir wollten da einfach unsere Ruhe haben. Aber auch trotzdem euch einen guten Flug. Genau, und das war kein Scherz, wir sind wirklich Ende November für 3 Tage ungefähr in Marrakesch. Ja, was macht man da so? Ja, das ist die große Frage. Wenn ihr eine Idee habt, was man in Marrakesch machen kann, dann schreibt uns oder lasst einen Kommentar da oder sowas. Das wäre wirklich interessant. Wir brauchen Input nämlich. Ausgehtipps. Genau. Brauchen wir, ja. Input für Ausgehtipps. Jetzt ist auch, ich glaube, die Zeit ist jetzt um. Seid ihr sowas von um, das war, mit dem Joke habe ich es dann übertrieben. Auf jeden Fall herzlichen Dank. Simpel! Simpel! Aber du kommst hier mit Kino. Kino, das ist sicher auch ein super Plan. Du kommst hier mit Kino. Kino, dann laufen Tor und Weg ganz im Wunschland. Nach Matilde Popcorn schläft man ein. Kleines und vergaben, schön. So, Montreal stehen auf der Bühne. Das war's jetzt hier aus Meppen vom Kleinstadtfestival. Oh Gott, ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Großartiger Song gerade. Zucker für die Affen von Montreal kann ich nur empfehlen. Also, toll, dass ihr dabei wart. Macht's gut, ciao und bis bald hier auf meinem Kanal. Und ich feiere jetzt Montreal noch fleißig ab. Haha.